Herzlich willkommen zu unserem Tag 8 in unserer Challenge Kraftvoll, sinnlich und weiblich. Und heute geht es darum, unseren Kritiker und unseren Zweifler zur Ruhe zu bringen. Ich möchte, dass du dich heute mal so richtig, richtig in dich verliebst. Ja, sicher kennst du das, dass wir alles Mögliche an uns kritisieren oder zweifeln. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht weit genug, der Busen ist zu groß, der Po zu dick, die Waden zu straff, was auch immer. Und du strengst dich unglaublich an, um deinem Kritiker das Recht zu machen. Oder im Geschäftsleben kenne ich das, ich so, gerade jetzt wie mit den Videos, das ist ja mein erstes Projekt, wo ich wirklich mal so 10 Videos am Stück hintereinander mache. Ich dann ganz oft denke, oh, das kannst du doch gar niemandem zumuten und wie siehst du denn aus und du hast nicht richtig gesprochen und du müsstest noch besser auswendig lernen und. Also 1000 Dinge kann mir mein Kritiker erzählen oder ich kann es verzweifeln. Ja, und damit würde ich wahrscheinlich nie losgehen, wenn da nicht dieser Moment wäre, wo ich feststelle, es gibt auch schöne Dinge in mir. Und genau darum soll es heute in der Challenge gehen. Mal mindestens 10 Dinge, die du an dir liebst, in unserer Gruppe zu posten und mitzuteilen. Du kannst natürlich, besser ist natürlich mehr zu finden, 15 bis 20 Sachen dir aufzuschreiben, die du so richtig an dir magst. Und da fällt mir gerade auch ein, gerade im Berufsleben, glaube ich, dass wir uns da unglaublich anstrengen und unser Kritiker da ganz viel Futter hat. Und leider ist es ja auch immer noch so, dass in vielen Berufen die Frauen sich immer noch mehr anstrengen müssen, um dieselbe Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen als die Männer. Und ich möchte heute mit dem Impuls einfach ein Zeichen setzen, da eben halt auszusteigen und sich erstmal bewusst zu werden, was lieb ich an mir. Und was ist das, was ich dann an positiven Dingen mit in eine Gemeinschaft, die vielleicht auch sehr männerlastig ist, mit einbringe? Und das ist so unsere eigene Weiblichkeit, uns wieder bewusst zu machen, nährt natürlich dann auch Kreise, wo vielleicht mehr Männer unterwegs sind. Und das ist so heute mein Anliegen, dir bewusst zu machen, was du an dir liebst, was du an dir schön findest. Ja, und wenn du möchtest, kannst du noch einen kleinen Schritt weitergehen. Dann gestaltest du dir das, deine positiven Dinge, die du an dir liebst, in einer Linie kleine schöne Urkunde und hängst sie dir in deine Wohnung an einen Ort, wo du sie jeden Tag siehst. Ich habe dann immer solche Dinge auf dem Klo hängen. Da bin ich ja mindestens am Tag 3, 4, 5 Mal. Und dann kann ich da nochmal einen Blick drauf werfen und das stärkt mich dann mit mir, nicht so hart ins Gericht zu gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir Frauen besonders gut können. Ich glaube, niemanden kritisieren wir so sehr, wie wir uns selber kritisieren. Und ich möchte einfach, dass wir da eine Möglichkeit haben, aus genau diesen Zweifeln und Kritisieren herauszukommen. Also, das ist heute die Challenge. Schreibe in unsere Gruppe 10 deine Punkte, die du an dir liebst, teile sie uns mit, mache dich auch damit sichtbar. Dazu lade ich dich heute ein. Und vergiss bitte den Hashtag für den Tag 8 nicht davor zu schreiben. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, kannst du das auch gerne mit deinen Freundinnen auch auf Facebook teilen, sodass noch viele Frauen genau diesen schönen Impuls für sich mitnehmen können. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit ganz viel Selbstverliebtheit und freue mich schon auf morgen.